Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 65 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die Rolle von Tieren in der Mythologie und Kultur der Germanen. Wie in jeder Kultur haben bestimmte Tiere auch bei den Germanen eine wichtige Rolle und sowohl kulturelle wie auch mythologische und symbolische Bedeutung. In diesem Video soll es um die wichtigsten Tierarten und deren Bedeutungen gehen, welchem Gott sie möglicherweise geweiht waren oder welche Rolle sie bei Ritualen und in den Mythen und Sagen spielten. Natürlich ist es schwierig, jede einzelne Tierart und jedes einzelne Tier, das hier oder da mal erwähnt wird oder auftaucht, abzudecken. Und daher soll es hier wirklich nur um die wichtigsten Arten gehen. Allgemein lässt sich aber sagen, dass Tiere oft die Begleiter von Göttern und Helden sind oder auch eine wichtige kosmologische Rolle einnehmen. Tiere waren hier grundlegend in das Weltbild der Germanen integriert und hatten so viele symbolische Funktionen und kulturelle Bedeutung. Sie waren nicht nur ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens eines jeden Germanen, sondern auch von Ritualen und Kultur. Ganz zentral waren Tiere auch ein ökonomischer Faktor und dienten daher auch als Opfergabe für die Götter und als Grabbeigaben für Menschen und fanden so auch ihren Weg in die Mythen und Sagen und die bildliche Darstellung der Kunst der Germanen. Tiere stellen positive und negative Eigenschaften dar, die auch als Metaphern verwendet wurden, und manche Tiere wurden auch sehr geschätzt und respektiert. Und nicht zuletzt werden die verschiedenen Aspekte, die Tieren zugeschrieben wurden, in der nordischen Dichtkunst für viele Keningar und dichterische Umschreibungen genutzt. Das wichtigste Tier der Germanen, das unter allen die wohl höchste Stellung einnimmt, ist dann das Pferd. Schon im alltäglichen Leben schätzten die Germanen Pferde sehr. Sie wurden als Zug- und Arbeitstiere genutzt, um Lasten zu transportieren oder als Reittiere. Doch auch das Essen von Pferdefleisch gab es bei den Germanen und war sehr üblich. Und schon seit der Bronzezeit zeigt sich auch eine religiöse und mythologische Bedeutung von Pferden mit der Darstellung auf Felsenzeichnungen, und über die Jahrhunderte hinweg nahm die Stellung von Pferden auch nicht ab. Tatsächlich geht die hohe kulturelle Stellung von Pferden schon sehr weit in die Zeit der Vorfahren der Germanen in die indoeuropäische Kultur zurück. In antiken Quellen über die Germanen heißt es dann zum Beispiel bei Tacitus, dass die Germanen Pferde in Ehren halten und sie als Vertraute der Götter sehen. Sie tauchten auf vielen Bilddarstellungen über die Jahrhunderte hinweg auf und spielten eine zentrale Rolle bei zahlreichen Opfergaben und Ritualen. Und sie spielten auch noch in der nordischen Mythologie eine merkliche Rolle. Mit insgesamt 41 namentlich genannten Pferden in Snorri's Edda ist diese Tierart am meisten in der nordischen Mythologie vertreten. Götter und Riesen haben gleichermaßen mächtige Pferde, aber auch die Wägen von Sonne und Mond werden von Pferden gezogen und Helden wie Sigurd reiten auf besonderen Pferden mit seinem Ross Grani. Diese große Anzahl von Pferdenamen und die vielen verschiedenen Aufgaben von Pferden unterstreicht, wie wichtig die Pferde auch noch für die Nordgermanen zur Wikingerzeit waren. Und das mächtigste und beste Pferd von allen ist natürlich der achtbeinige Hengst Sleipnir. Er ist ein Sohn von Loki, den er als Stute zur Welt brachte, und er ist das schnellste von allen Pferden. Er kann über Luft und Wasser ebenso leicht reiten wie über Land, und Sleipnir ist das Ross von Odin, dem Allvater. Viele weitere Götter in der Edda besitzen nun Pferde, doch es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Odin mit Sleipnir das beste Pferd von allen hat. Denn Pferde sind zentral dem Gott Odin geweiht, und er kann auch als der Pferdegott der Germanen gesehen werden. In dieser Funktion tritt er auch schon früh und auch außerhalb von Skandinavien auf. Schon auf den Braktiaten der Völkerwanderungszeit, die überall im germanischen Raum zu finden sind, wird Odin mit einem Pferd dargestellt, und im zweiten Merseburger Zauberspruch heilt Odin ein verletztes Pferd, nachdem alle anderen Götter daran scheitern. Zudem ist Odin auch der einzige Gott, der durchgehend reitend dargestellt wird. Aber in der Edda haben auch noch viele weitere Götter besondere Pferde, von denen die meisten ebenso zumindest über Luft und Wasser reiten können wie auch Sleipnir. Symbolisch stehen die Pferde bei den Germanen eher für positive Dinge, wie Kraft, Herrschaft und Adel, aber auch mit Kriegsführung, Magie und sogar dem Tod werden sie in Verbindung gebracht. So finden sich Pferde auch sehr häufig als Grabbeigaben. Im südgermanischen Raum wurden so vom 5. bis zum 7. Jahrhundert Pferde enthauptet und dann einem Verstorbenen ins Grab mitgegeben. Zum Teil aber erhielten Pferde sogar ihre eigenen Gräber um oder in der Nähe des Grabes eines Menschen, was zeigt, wie respektiert Pferde zum Teil waren. Pferde als Grabbeigaben finden sich auch fast im gesamten germanischen Raum, und besonders bei Fürsten und Kriegern sind es oft einige Pferde, die mit diesen bestattet werden. Aber nicht nur bei Begräbnissen, sondern auch bei Opferritualen spielten Pferde eine große Rolle.
Sie wurden sehr häufig rituell geschlachtet und je nach Brauch entweder verspeist oder es wurden bestimmte Teile als Opfer an die Götter in Gewässer wie Moore oder Seen versenkt. Und unter allen Tieren, die von den Germanen geopfert wurden, war das Pferd das häufigste und wichtigste Tier. So schreibt auch noch Adam von Bremen in seinem Bericht über die Opferfeiern in Uppsala, dass für die Götter dort 9 Pferde geopfert, ausgeblutet und an heiligen Bäumen aufgehängt wurden. Wie wichtig das rituelle Schlachten, Opfern und Essen von Pferden war, zeigt sich auch noch bis ganz zum Ende der heidnischen Zeit und galt den christlichen Missionaren als regelrechtes Symbol für das gelebte Heidentum. Auf Island war es sogar eine Bedingung für die allgemeine Annahme des Christentums, dass es weiterhin gestattet sein muss, dass Pferdefleisch gegessen werden darf. So zeigt sich das Pferd als das kulturell wichtigste Tier der Germanen. Ein edler Begleiter für Götter und Helden und für fast jeden Stamm, sei es nun in Skandinavien, im südgermanischen Raum oder in England, lässt sich eine enge Verbindung zu Pferden nachweisen. Doch auch wenn das Pferd das kulturell, mythologisch und rituell wichtigste Tier der Germanen war, wurden auch alle weiteren Tierarten, um die es in diesem Video noch gehen soll, von den Germanen für Opferfeiern und als Grabbeigaben verwendet. Zwar immer mit unterschiedlicher Häufigkeit, doch praktisch jedes Tier, zu dem die Germanen Zugang hatten und das Teil ihres täglichen Lebens war, wurde auch geopfert. Dahinter steht zentral, dass die Germanen den Göttern Essen und Wertgegenstände als Opfer darbrachten, was auch Tiere mit einschließt. Jene Tierarten, die besser verfügbar waren, wie zum Beispiel domestizierte Tiere, wurden hier natürlich häufiger geopfert oder als Grabbeigaben verwendet. Die Art und Weise, wie ein Tier dann geopfert und als Gabe dargebracht wird, kann sich dann je nach Stamm und Region bei den Germanen unterscheiden, zeigt sich aber meist durch eine klare rituelle Tötung des Tieres, eine Zerteilung des Körpers und eine Gabe von bestimmten Teilen wie etwa dem Kopf oder dem gesamten Tier. Ebenfalls nun für das tägliche Leben der Germanen sehr bedeutsam waren Rinder. Als Quellen für Milch, Fleisch und weitere zahlreiche Produkte sowie von Arbeitskraft spielten Kühe auf den Höfen der Germanen eine wichtige und alltägliche Rolle. Und auch sie sind schon seit Beginn der germanischen Kultur als domestizierte Tiere präsent. Sie symbolisieren ganz zentral Besitz und Wohlstand. Direkt einem Gott können sie aber nicht wirklich zugeordnet werden und haben eine weniger auffällige Rolle in der Mythologie. Dennoch aber gibt es eine ganze Reihe von namentlich bekannten Kühen, die in verschiedenen Sagen und Mythen auftauchen. Und die wichtigste und auch kosmologisch bedeutendste Kuh war die Urkuh Autumla. Sie war zusammen mit dem Riesen Ymir das erste Lebewesen, das aus dem Eis kam, und der Riese lebte von ihrer Milch. Und es war auch diese Kuh, die den ersten Gott, Buri, aus einem salzigen Eisblock herausleckte und damit auch die Götter in die Welt brachte. Sehr interessant ist aber auch der Auftritt von Kühen in den Heldensagen, besonders in der von Ragnar Lodbrok und seinen Söhnen, denn darin tauchen an 2 Stellen heilige und verzauberte Kühe auf, deren Brüllen Krieger in Angst oder Wahnsinn versetzt und die daher auch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Von ihnen heißt es, dass sie mit Opfergaben und Ritualen verzaubert wurden und dass sie die Kühe der Göttin wären. Da sich aber nach wie vor keine Göttin finden lässt, die sich direkt diesen Kühen zuordnen ließe und die besonders mit Kühen verbunden wäre, kann man davon ausgehen, dass Kühe allgemein für verschiedene Götter geopfert wurden und nicht speziell für einzelne Götter bestimmt oder geweiht waren. Ähnlich wichtige Tiere der germanischen Bauern waren nun auch Schafe und Ziegen. Und auch sie wurden häufig gehalten und haben durch ihre Präsenz im täglichen Leben eine Rolle in der Mythologie und Religion. Ziegen stehen hier vor allem mit dem mächtigen und bedeutenden Donnergott Thor in Verbindung. Sein Wagen wird von den beiden Ziegenböcken Tangrisnir und Tangnjoster gezogen und Ziegen stellen damit die Begleittiere von Thor dar und sind mit diesem Gott zentral verbunden. Daher kann man davon ausgehen, dass Ziegen auch die geweihten Tiere von Thor sind. Zu diesen beiden Ziegenböcken findet sich auch ein kleiner Mythos, der Teil der Erzählung von Thors Reise zu Utgard-Loki ist. Darin kehren Thor und Loki bei einer Bauernfamilie ein und Thor schlachtet seine Ziegen, damit alle genug zu essen haben. Aber er weist die Bauern an, alle Knochen säuberlich wieder in die Felle der Tiere zu legen und dann weiht er die Überreste mit seinem Hammer und am nächsten Morgen sind die Ziegen wieder am Leben. Hinter dieser mythischen Beschreibung steht nun vermutlich ein tatsächlicher Opferritus der Germanen, bei dem Tiere geschlachtet, geweiht und symbolisch dadurch wiederbelebt werden. Besonders im Zusammenhang mit schamanistischen Ritualen ist dies sehr deutlich bei den Germanen zu erkennen.
In Verbindung mit Schafen findet sich dann der Gott Heimdall, der möglicherweise vor allem mit Widdern assoziiert wurde und dessen heilige Tiere daher Widder und Schafe sind. Eine direkte Rolle von Schafen oder Widdern in der Mythologie findet sich aber kaum. Auffällig ist dies deshalb, weil die Schafe durchaus häufig von Germanen bei Ritualen geopfert wurden, aber es dennoch keinen Mythos gibt, bei dem Schafe auftauchen. Hier könnte es der Fall sein, dass es so einen Mythos vielleicht durchaus gab, er aber einfach nie überliefert wurde und uns daher durch die Zeit verloren ging. Ein sehr interessantes Opferritual aber, bei dem vor allem Schafe verwendet wurden, ist aber das sogenannte Hausopfer. Dabei wurden Gegenstände und Tiere und hier vor allem Schafe geopfert und unter den Säulen und Wänden eines Hauses, das neu gebaut wird, begraben, um diesem Haus Stabilität zu verleihen. Schon zu den ältesten Begleitern der Menschen gehören dann die Hunde, die aber in der germanischen Mythologie nur sehr wenig auftauchen und deutlich seltener eine Rolle spielen als ihre Verwandten, die Wölfe. Hunde und Wölfe hatten beide aber einen wichtigen Platz in der Kultur der Germanen. Hunde stellten vor allem treue Begleiter und Wächter für die Germanen dar und erhielten von den Germanen sogar manchmal ebenso wie Pferde ein eigenes Grab. Dies zeigt, dass auch Hunde eine sehr, sehr hohe Stellung in der Kultur der Germanen hatten und sehr respektiert wurden, da sie neben den Pferden die einzigen Tiere sind, für die Einzelgräber überliefert sind. Aber auch als Grabbeigaben für ihre Herren sind Hunde sehr häufig und auch sie wurden geopfert, wenn auch nicht ganz so oft. Auch hier findet sich eine Beschreibung von Adam von Bremen, der neben Pferden bei seiner Beschreibung der Opferrituale auch nennt, dass 9 Hunde geopfert und aufgehängt wurden. Hier ist aber auch interessant, dass Hunde zwar geopfert, aber nicht rituell gegessen wurden, wie es bei fast allen anderen Tierarten der Fall war. In den Sagen aber tauchen Hunde dennoch kaum auf und sind viel seltener als Wölfe. In einigen Szenen der Heldensagen tauchen Hunde als treue Begleiter auf, während sie in den Eddas eher negative Rollen einnehmen. So wird die Unterwelt Hel von einem blutigen Hund bewacht, den Odin überwinden muss, um nach Hel zu kommen. Und zu Ragnarök muss Tyr gegen den Höllenhund Garm kämpfen und beide finden hier den Tod. Aber auch im Eddalied Grimnismal erscheinen Hunde als die Haustiere von König Geirrød, die sich weigern, Odin anzufallen, wodurch der König weiß, dass es sich bei ihm um keinen gewöhnlichen Gast handeln kann. Wölfe dagegen haben sowohl in den Mythen wie auch der Kultur der Germanen eine stark negative Konnotation. Sie symbolisieren zentral Krieg und Tod, sind wilde und angriffslustige und oft feindliche Wesen. Der Fenriswolf stellt eine der größten Gefahren überhaupt dar, den sogar die Götter fürchten, und die Wölfe Skoll und Hati jagen Sonne und Mond über den Himmel und wollen diese verschlingen, was letzten Endes schreckliche Folgen für die Welt hat. Und noch weitere Wölfe werden als ungeheuer und gefährliche Monster beschrieben, als Kinder der Riesen und Gefahren für die Menschen. Auf Island wurden Gesetzlose und Geächtete als Vargr, also als Wölfe bezeichnet, was zeigen soll, dass sie aus der Zivilisation ausgeschlossen sind und wie die Wölfe in der Wildnis leben und gefährlich für andere Menschen sind. Zugleich aber gehören Wölfe auch zu den Begleitern von Odin. Seine beiden Wölfe tragen die Namen Geiri und Freki und symbolisieren Odins Rolle als Kriegs- und Totengott. Und auch die Wildheit und die kriegerische Natur, die den Wölfen zugesprochen wurde, war etwas, das die Germanen an ihnen bewunderten. Dies galt vor allem für die Krieger der Germanen, bei denen solche Eigenschaften ja durchaus gewünscht waren, was sich unter anderem mit den Ulfhetnar zeigt, den Wolfspelz tragenden Kriegern, die Odin geweiht waren. Diese Vorstellung der Ulfhetnar als Wolfspelz tragende Krieger von Odin, die in den Sagas erscheinen, entstammt wohl Kriegerkulten um Odin, die durch das Tragen von Pelzen und Masken die Aspekte von Tieren annehmen wollten. So finden sich unter anderem auch Darstellungen von Kriegern in Wolfspelzen und in den Sagas werden Krieger auch immer wieder direkt mit Wölfen verglichen. In manchen Heldensagen wird dieser Trend sogar noch weitergeführt bis hin zu Werwölfen. So finden Sigmund und sein Sohn Sinfjötli aus der Völsungensaga 2 Wolfspelze und als sie diese anlegen, werden sie zu Werwölfen und ziehen raubend und mordend im Land ihres Feindes umher. Und schließlich finden sich auch noch zahlreiche Namen der Germanen, die sich auf Wölfe beziehen. Diese stehen auch nicht in einem religiösen Kontext, sondern sollen eher die positiven und gewünschten Eigenschaften dieses Tieres zeigen und auf den Namensträger übertragen. Einige dieser germanischen Namen, wie etwa Arnulf, finden sich sogar auch manchmal noch heute. Ebenfalls für Stärke und Kraft respektiert wurde dann der Bär.
Auch dieses Tier lässt sich keinem Gott direkt zuordnen, der damit verbunden wäre, und taucht auch nur relativ wenig in den Sagen und Mythen auf, hatte aber dennoch eine große kulturelle Bedeutung. Bären wurden als mächtige Wesen gesehen und symbolisierten Stärke und Kraft. Auch diese Aspekte waren bei Kriegern sehr beliebt, und noch besser bekannt als die Othetna sind so auch die Berserker, die Bärenhäuter, als geradezu mythische Krieger. Und wie schon bei den Wölfen gibt es auch bei den Bären viele Namen, die sich auf diese Tierart beziehen. Darunter auch die Namen von großen Helden wie Beowulf oder Bjarki. Aber auch noch moderne Namen wie Bernhard haben dieselbe germanische Wurzel. Ebenfalls bewundert unter den Wildtieren wurde dann auch der Hirsch und er wurde als das edelste aller Wildtiere gesehen. In der Mythologie aber tauchen Hirsche dennoch nur recht wenig auf und es werden eigentlich nur die vier Hirsche genannt, die am Weltenbaum fressen und die damit eine kosmologische Stellung haben. Dafür aber tauchen Hirsche immer wieder in den Heldensagen auf und werden vor allem für Kenengar und als Vergleiche für besonders edle Personen genutzt. Ein Beispiel dafür ist die erste Frau von Ragnar Lodbrok. Sie wurde Thora Stadthirsch genannt, da sie ebenso edel und schön war wie ein Hirsch. Auch der Name der legendären Halle Heorot aus der Beowulf-Sage bedeutet so viel wie die Hirschhalle. Und ein Zepter aus dem 7. Jahrhundert, das im englischen Sutton Hoo gefunden wurde, trägt einen Hirsch als Krönung. Und schließlich könnte sich sogar der Stammesname der Cherusker vom germanischen Wort für Hirsch ableiten, das Herut lautet. Ganz geklärt ist die Herkunft des Stammesnamen Cherusker aber nicht. Eine wiederum deutlich größere Rolle in der Mythologie spielen dann die Schweine und hier besonders Wildschweine und Eber. Sie symbolisieren neben Kraft und Stärke ganz besonders auch Fruchtbarkeit. Sie sind mit den beiden Göttern Frey und Freya verbunden, die die zentralen Fruchtbarkeitsgötter der Germanen sind. Frey besitzt das goldene Wildschwein Gullinborsti, das schneller laufen kann als ein Pferd und ebenfalls über Wasser und Luft laufen kann. Dadurch zeigt sich die Rolle der Eber als Kulttiere von Frey, die besonders für Fruchtbarkeitsrituale geopfert wurden. Aber auch für Freya wird das Schwein Hildiswini immer wieder als Begleittier genannt. Und so könnten Schweine auch für sie geheiligte Tiere gewesen sein. Zugleich aber hatten Eber auch die Bedeutung von Stärke und Kampfkraft und finden sich auch häufig in Darstellungen. Unter anderem werden Eber als Helmschmuck bei Beowulf beschrieben und auf den Thorslunder Helmplatten dargestellt. Und es findet sich die Bezeichnung Jöfur, was so viel wie Eber bedeutet, als ein Ehrenname für Fürsten. Damit gehören auch Eber neben Wölfen und Bären sozusagen zu den Tieren der Krieger. Eine fast verschwindend geringe Rolle nehmen dann Katzen in der Mythologie ein. Zwar werden zwei Katzen als die Begleittiere von Freya genannt, die ihren Wagen ziehen, aber sie erhalten keine Namen und auch so tauchen Katzen kaum in der Mythologie auf. Im täglichen Leben der Germanen gab es zwar Katzen durchaus, aber sie hatten anders als andere Tiere wie Hunde und Pferde keine wirklich bedeutende Rolle und finden sich auch nur recht selten als Opfertiere oder Grabbeigaben. Zwar kam es durchaus vor, dass auch Katzen geopfert wurden, aber es kam verglichen mit anderen Tierarten sehr viel seltener vor. Den Katzen scheinen die Germanen also wohl kaum eine große Bedeutung zugesprochen zu haben. Eine fast durchweg negative Darstellung erhalten dann Schlangen in der Mythologie. Sie symbolisieren Krankheit, Schaden und Gier und weitere negative Eigenschaften und nehmen mit den Drachen, die bei den Germanen oft direkt gewaltige Schlangen sind, auch eine recht monströse Form an. Das beste Beispiel für so eine monströse Schlange ist ein weiteres Kind von Loki, die Weltenschlange Jörmungand. Sie ist der Erzfeind von Thor und umfasst die gesamte Welt und sorgt zu Ragnarök für gewaltige Fluten und vergiftet die gesamte Welt. Auch ist da der Drache Nidhöggr, der als Totendrache die Toten von Hel quält und auf diese Jagd macht und unter den Wurzeln des Weltenbaumes lebt und an diesen nagt. Bei ihm dort leben auch noch zahlreiche weitere Schlangen und sie alle schaden Yggdrasil und damit der Welt. Der berühmte Drache Fafnir ist ebenfalls sehr schlangenähnlich und symbolisiert Gier und er ist der große Feind des Helden Sigurd. Und auch der Drache, gegen den Ragnar Lodbrok kämpft, wird als gewaltige Schlange beschrieben. Zugleich aber finden sich Drachen- und Schlangenkörper auch viel in der nordischen Kunst und werden für verschlungene Muster und Verzierungen genutzt. Und es gibt auch einige Personennamen, die sich auf Schlangen beziehen, wenngleich auch nicht annähernd so viele wie bei den Wölfen und Bären.
Und eine Schlange ist es auch, die ihr Gift in Lokis Gesicht tropfen lässt als seine Strafe, und zugleich ist Loki auch der Vater der Weltenschlange, weshalb man bedingt Schlangen auch mit Loki in Verbindung bringen kann. Und schließlich tauchen noch einige Vögel in der Mythologie und Kultur der Germanen auf, unter denen vor allem zwei Arten besonders hervorstechen: Raben und Adler. Raben gehören ebenfalls zu den Tieren von Odin, und die Raben Hugin und Munin dienen dem Gott als seine Boten und Späher. Auch sie symbolisieren vor allem den Tod, und sie sind die Vögel des Schlachtfeldes und zeigen damit Odins Rolle als Totengott und Kriegsgott. Die Verbindung zu Odin ist hier auch schon recht alt, da auch schon auf Braktiaten der Völkerwanderungszeit Odin mit zwei Raben zu sehen ist, und in den nordischen Keningar wird Odin auch als Rabengott bezeichnet. Als Vögel des Schlachtfeldes fanden Raben auch ihren Weg auf die Banner von Truppen aus der Wikingerzeit und wurden oft als Heerbanner geführt. Unter den Opfertieren der Germanen finden sich Raben aber nur äußerst selten und tauchen kaum bei den Opferritualen auf. Greifvögel und hier vor allem Falken spielen nun zunächst in der germanischen Kultur durch die Falknerei eine Rolle. Auch diese Vögel wurden gezähmt und für die Jagd verwendet, und die Falknerei ist uns ab dem 5. Jahrhundert bei den Germanen belegt. Auch diesen Greifvögeln und ganz besonders den Adlern wurden viele positive und edle Eigenschaften zugesprochen, und während sich Raben kaum oder gar nicht unter Grabbeigaben und Opfertieren finden, ist dies für Greifvögel durchaus der Fall. Und so tritt auch so mancher Adler in den Sagen der Germanen auf. Zum einen ist da der große Adler, der auf der Spitze des Weltenbaumes sitzt und die gesamte Welt überblickt. Er gilt als sehr weise und edel und hat dazu noch einen kleinen Habicht, der auf seinem Kopf sitzt und ihn berät und ebenfalls für die Weisheit des Adlers steht. Dass vor allem dem Habicht große Klugheit zugesprochen wurde, zeigt sich dann auch durch die altnordische Redewendung Haukr í horni, was so viel wie Habicht im Winkel bedeutet und einen verborgenen und sehr klugen Ratgeber beschreibt. Und auch allgemein wurden Greifvögel vor allem als die Tiere von Fürsten gesehen und symbolisieren so Macht und Adel. Weitere Adler treten dann in der Mythologie vor allem dadurch auf, dass sich Riesen immer wieder in Adler verwandeln und diese Gestalt annehmen, was die Macht der Adler weiter unterstreicht und sie geradezu zu Mächten der Natur personifiziert. Ebenso wie bei den Bären und Wölfen zeigen sich auch für die Adler viele Personennamen, und die positiven Eigenschaften der Vögel werden mit diesen beschrieben und auf Personen übertragen. Aber auch die Götter sind mit weiteren Vögeln verbunden, die aber nicht zwingend deren geheiligte Tiere sein müssen. Freya besitzt so zum Beispiel das Falkenkleid, mit dem man sich in einen Falken verwandeln und fliegen kann. Und einer der Beinamen von Odin ist der Falkenköpfige. Und sowohl Odin wie auch Loki verwandeln sich in Vögel, um jeweils den Met der Dichtkunst und Idun von Riesen zu stehlen und zu entkommen. Und damit kommen wir auch zum letzten Teil dieses Videos, den verschiedenen Tierverwandlungen in den germanischen Sagen, denn die Verwandlung in Tiere ist ein recht häufiges Motiv. Zum einen sehen wir für die Germanen schon recht alte Masken- und Kriegerkulte, vor allem um Odin, bei denen Krieger Tierpelze überstreifen, um die Aspekte von Tieren anzunehmen. Hier sind vor allem Tiere wie Wölfe oder Bären von Bedeutung, deren starke und mächtige kriegerische Eigenschaften angenommen werden sollen. Aus diesen Kulten geht dann auch das Motiv der Berserker hervor, die zur Wikingerzeit beliebte Sagenfiguren sind. Und zum anderen verwandeln sich so manche Götter und Riesen an verschiedenen Stellen in Tiere. Besonders Loki und Odin tun dies oft, aber auch Heimdall nimmt einmal die Form eines Seehundes an. Aber auch andere sind noch in der Lage, sich zu verwandeln. Auch Zwerge nehmen durchaus häufig die Form von Tieren an. Sie verwandeln sich in Tiere wie Otter, Fische und im Fall von Fafnir sogar in einen Drachen. Und in manchen Sagen kommen sogar Menschen vor, die sich verwandeln können oder verwandelt werden. Hier unter anderem Sigurd und Sinfjötli, die zu Werwölfen werden, oder die Mutter von Siggeir, die sich in einen Wolf verwandeln kann. Ein ebenfalls erwähnenswertes Konzept ist hier auch das der Fylgien, der Folgeseelen der Menschen. Bei diesen handelt es sich um einen Teil der menschlichen Seele, die dem Menschen folgen und auch in Tierform auftreten können, welche bestimmte Aspekte des Menschen, zu dem sie gehören, widerspiegeln. Dies unterstreicht noch einmal erneut, wie wichtig die symbolische Bedeutung von Tieren ist. Sie stellen positive und negative Eigenschaften dar, die auf Menschen übertragen werden und die vor allem auch in Namen widergespiegelt sind.
Und schließlich gibt es da auch noch die verschiedensten kleineren Geister, wie die Landwetter, die oft auch die Form von kleineren Tieren annehmen und als Spinnen, Frösche oder Schlangen auftreten. Und zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass praktisch jedes Tier, das im täglichen Leben der Germanen eine Rolle spielte, sei es als domestiziertes Tier oder als Wildtier, auch eine Rolle in der Kultur, der Mythologie und den Ritualen der Germanen hatte. Klar einem Gott zuordnen lassen sich hier die folgenden Tiere: Pferde, Raben und Wölfe zu Odin, Ziegen zu Thor, Katzen zu Freya, Eber zu Frey und eventuell Schafe zu Heimdall und vielleicht auch Schlangen zu Loki, wobei man hier bedenken muss, dass Loki ja kein verehrter Gott war, sondern nur eine Figur der Sagen und Legenden. Daher wurden ihm auch wohl keine Opfergaben dargebracht und Schlangen spielen auch nicht wirklich große Rollen als Opfertiere. Das wichtigste Tier der Germanen ist aber definitiv das Pferd. Und sowohl Pferde wie auch Hunde erhielten zum Teil sogar eigene Gräber, was eine besonders enge Beziehung zwischen Mensch und Tier zeigt. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie.